Meine lieben Zuschauer, in Kürze hat in Berlin im Schlossparktheater ein Schauspiel Premiere. Da geht es um eine Sängerin, die heute ein Mythos ist. Die Rede ist von Alexandra. Und geschrieben hat dieses Schauspiel ein Mann, der einer der erfolgreichsten Musical-Autoren weltweit ist, nämlich Michael Kunze. Die Stimme von Alexandra, die war so einzigartig, so besonders, so tief. Sie können sich sicherlich erinnern. Lieder wie Mein Freund der Baum oder Zigeunerjunge, die sind bis heute unvergessen. Sie ist mit nur 27 Jahren bei einem tragischen und bis heute mysteriösen Autounfall ums Leben gekommen. Und ganz tragisch, ihr kleiner Sohn, 6 Jahre alt, war mit im Auto. Er hat diesen Unfall überlebt, leicht verletzt und hat dabei aber auch seine Großmutter verloren, die ebenfalls mit dem Auto war. Tja, er hat von diesem neuen Schauspiel gehört. Er weiß, wie sehr die Menschen hier in Deutschland Alexandra, seine Mutter, immer noch lieben. Und wir haben ihn gefragt, ob er uns besucht. Und er hat es tatsächlich gemacht. Er ist aus Boston heute hierher nach Magdeburg gekommen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Alexander Skobitan. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie Platz. Schön, dass Sie da sind, Alexander. Wir freuen uns alle sehr. Ich freue mich sehr. Ich bin erst nur gestern gelandet. Meine 2 Söhne haben es leider nicht geschafft, weil der Ältere, der Dennis, hat mit der Uni angefangen. Und mein jüngerer Sohn Georg hat mit seinem 3. Geburtstag angefangen. Oi, oi, oi. Vielleicht das nächste Mal. Okay. Und noch ganz schnell möchte ich alle hier in Deutschland besuchen, alle meine Freunde, Verwandte und Bekannte. Möchte ich alle Hallo sagen. Ich melde mich später telefonisch. Das war hier ein bisschen kurz geplant. Ich freue mich sehr, dass es gelungen hat. Wir freuen uns auch, dass Sie diese tolle Show machen heute. Dankeschön. Bin sehr dankbar. Alexander, man muss erst mal sagen, Ihre Mutter hat sich Ihren Künstlernamen Alexandra gegeben, weil sie Alexander genannt hat. Das ist erstmal schon ein ganz großer Beweis der ganz großen Mutterliebe. Sie sind damals 6 Jahre alt gewesen bei diesem tragischen Unfall. Hat man, wenn man so klein war, hat man an das, was da passiert ist und das ganze Leben verändert hat, irgendeine Erinnerung oder ist die einfach ausgeblendet, gibt es die nicht mehr? Nein, ich meine, als der Unfall passierte, ich war aufgeweckt wegen dem Unfall. Ich habe geschlafen hinter, ich habe meine Oma noch gesehen. Meine Mutter habe ich überhaupt nicht gesehen, als es passierte. Aber damals mit 6 Jahre alt kennt man nicht das Thema Tod. Das war mir irgendwie nicht zu verstehen, aber als es passierte. Mhm. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das alles so mitgekriegt habe. Es ist ja sehr so, dass also auch die Großmutter, die eine enge Bezugsperson für Sie war, auch ums Leben gekommen ist. Wer hat sich dann um Sie gekümmert? Wo sind Sie groß geworden? Oh, mein Vater, Nikolai, und seine Schwester Lydia in die USA haben mich. So. Und seitdem leben Sie da? Ja. Aber dafür sprechen Sie hervorragend Deutsch. Oh, danke sehr. Das muss ich sagen. Also ganz, ganz toll. Okay. Ein Kind, das 6 Jahre alt ist, hat natürlich an das Wesen der Mama schon Erinnerung. Wie würden Sie sie beschreiben? Wie war sie als Ihre Mama? Ja, die war natürlich sehr energisch. Aha. Bestimmt sehr, alles, was sie getan hat, sie war sehr organisiert. Ja. Und bevor ich meine Frau Anne kennengelernt habe, war es bestimmt die interessanteste und schönste Person, die ich je gesehen habe. Und das haben Sie auch schön gesagt. Ja, ganz toll. Ja. Hören Sie denn ab und zu noch die Musik von Ihrer Mutter? Ja, natürlich. Ja? Und dann freuen Sie sich ganz bestimmt über das, was da gerade in Berlin entsteht, im Schlossparktheater. Wir haben, meine Damen und Herren, natürlich etwas für Sie vorbereitet. Dieses Stück, was den Namen trägt, Glück und Verhängnis eines Stars. In diesem Stück spielt eine junge Frau die Hauptrolle, die Rolle der Alexandra, die wir alle kennen, die wir vor Jahren kennengelernt haben als Blümchen. Aber inzwischen ist sie kein Blümchen mehr, sondern längst eine Schauspielerin. Sie ist gerade von den Proben zu uns gekommen, worüber wir uns sehr freuen. Sie erleben sie jetzt als Alexandra. Hier ist Jasmin Wagner. Ich war noch ein Kind, da kam
Zigeuner, Zigeuner in unsere Stadt. Tam tarara, tam tam taram tam taram, kamen in unsere Stadt. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, sie zogen die Wagen so schwer. Tam tarara, tam tam tadam tam tadam, und ich lief hinterher, immer nur hinterher. Dann kam der Abend, es wurde ein Feuer entfacht, la la la. Und die Zigeuner, sie haben getanzt und gelacht, la la la. Ein Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, er spielte am Feuer Gitarre. Tam tararara, tam 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 tam. Und ich sah sein Gesicht, aber er sah mich nicht. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, er spielte am Feuer Gitarre. Tam tararara, tam tam taram tam taram. Dann war das Feuer aus und ich lief schnell nach Haus. Am anderen Tag konnte ich nicht erwarten, die fremden Zigeuner zu sehen. Tam tararara, tam tam taram tam taram. Aber ich durfte nicht gehen. So bunt, die Pferdchen so zottig, es zog mich zurück an den Ort. Tam tararara, tam tam taram tam taram. Und ich lief heimlich fort, und ich lief heimlich fort. Dann kam der Abend, ich fand die Zigeuner nicht mehr, la la la. Wo sie noch gestern gesungen, da war alles leer, la la la. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, wo bist du? Wer kann es mir sagen? Tam tararara, tam tam taram tam taram. Doch es blieb alles leer und ich weinte so sehr. Vielen Dank, Jasmin Wagner war das als Alexandra. Dankeschön, Jasmin. Und viel Erfolg. Viel Erfolg.